Moin, ich bin der Mai und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kunstkanal. Es ist wieder soweit, die Tage werden kürzer und der Oktober steht vor der Tür. Und für die meisten Leute wird das nichts Besonderes sein, aber für alle, die gerne malen und zeichnen, beginnt der Inktober. Für alle, die neu sind und nicht wissen, was der Inktober ist, für die werde ich das Ganze jetzt noch einmal erklären. Der Inktober ist eine Art Challenge, die sich über den gesamten Oktober zieht. In dieser Challenge geht es darum, jeden Tag ein fertiges Bild zu einem bestimmten Thema oder zu einem Prompt zu erstellen. Der ursprüngliche Gedanke des Inktobers war es, dieses Bild mit Tinte oder Tusche zu machen. Mittlerweile werden aber auch häufig andere Medien verwendet. Außerdem steht in den offiziellen Regeln, dass man seine Bilder täglich posten soll, um Motivation und Feedback von den anderen Künstlern zu erhalten und um zu beweisen, dass man es geschafft hat. Der Inktober wurde 2009 von Jack Parker ins Leben gerufen und findet seitdem jährlich im Oktober statt. Das Ziel des Ganzen ist es, sich selbst herauszufordern und sich über einen längeren Zeitraum mit einem Medium zu beschäftigen, um schnellere Fortschritte zu erzielen. Da ich weiß, dass das Ganze auf den ersten Blick sehr fordernd wirken kann, habe ich hier 5 Tipps für euch, wie ihr den Inktober entspannter gestalten könnt. Mein erster Tipp ist es, dass ihr den Inktober plant. Damit meine ich, dass ihr euch jeden Tag etwas Zeit einräumt, in der ihr euch ausschließlich mit dem Malen beschäftigt. Das müssen nicht jeden Tag 3 oder 4 Stunden sein. Es reicht, wenn ihr euch jeden Tag eine Stunde nehmt, in der ihr euch ausschließlich mit dem Bild beschäftigt. Tragt diese Zeit am besten in einem Planer oder Kalender ein, um nicht mit anderen Terminen zu kollidieren. Mein zweiter Tipp ist es, Ideen zu sammeln. Macht euch Notizen, Mindmaps oder brainstormt und versucht auch mal um die Ecke zu denken und über den Tellerrand zu blicken, um eure Bilder interessanter zu gestalten und nicht die erste Idee, die euch einfällt, zu benutzen. Außerdem rate ich euch, auch Seiten wie Instagram oder Pinterest zu benutzen und euch bei anderen Künstlern inspirieren zu lassen. Damit meine ich nicht, dass ihr deren Bilder eins zu eins kopieren sollt, sondern dass ihr deren Stile und Techniken in eure Bilder einfließen lasst, um selber neue Kunstwerke zu erschaffen. Mein dritter Tipp ist es, Skizzen anzufertigen, um mit dem Motiv vertraut zu werden und zu schauen, ob euch die Komposition und Umsetzung des Bildes so gefällt. Außerdem ist es angenehmer, nicht vor einem blanken Blatt Papier zu sitzen, wenn ihr an dem Tag selber da sitzt und anfangt zu zeichnen. Macht euch schon beim Skizzieren Gedanken darüber, wie ihr Licht und Schatten setzt und wie ihr einen Eyecatcher einbringen könnt, um das Bild interessanter wirken zu lassen. Mein vierter Tipp ist es, dass ihr euch gut überlegt, mit welchem Material ihr arbeiten wollt. Das bedeutet, dass ihr das Medium passend zu den Techniken, mit denen ihr arbeiten wollt, auswählt und dass diese gut dafür geeignet sind. Wenn ihr beispielsweise mit Tusche arbeiten wollt, dann braucht ihr sehr glattes Papier, wie beispielsweise Bristol. Möchtet ihr mit Aquarelltechniken arbeiten, empfehle ich Aquarellpapier. Und wenn ihr mit digitalen Medien arbeiten möchtet, dann benötigt ihr einen PC sowie ein Zeichentablet oder Pen-Display. Außerdem solltet ihr das Material vorher auch gut testen, um zu schauen, ob ihr auch alle Techniken, die ihr anwenden wollt, auch damit anwenden könnt. Mein fünfter Tipp ist es, Spaß zu haben und euch nicht zu sehr zu stressen. Ich meine, klar, natürlich wollt ihr die ganze Sache ernst nehmen, aber ihr sollt euch schließlich nicht überfordern. Und es hat schließlich keine Konsequenz, wenn ihr die Sache abbrecht oder wenn ihr mal einen Tag später mit einem Bild fertig werdet. Schließlich bringt es niemandem etwas, wenn ihr am Ende des Inktobers keine Lust mehr habt zu zeichnen. Wichtig ist nur, dass ihr die Freude beibehaltet und es genießt, euch so sehr in eine Sache vertiefen zu können. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und viel Spaß beim Inktober. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Like da, drückt den Abo-Button und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Videowünsche habt.